Rainer Hable, Budgetsprecher der NEOS. Herr Bundesminister, geschätzte Bürgerinnen und Bürger, wir dürfen nicht sparen, 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 sagt der Kollege Greiner, als ob das schon einmal in den letzten 60 Jahren im Staatshaushalt vorgekommen wäre. Ich würde gern mehr dazu sagen. Ich habe leider nur 3 bis 4 Minuten und die möchte ich dem Budgetkapitel Finanzausgleich widmen. Es geht letztlich um das Thema Föderalismus in Österreich, wobei ich immer dazu sage, um den Föderalismus in Österreich zu bewerten, müsste ihn man überhaupt erst mal einführen. Denn das, was wir in Österreich haben, hat mit Föderalismus eigentlich nichts zu tun. Wir haben vermischte Zuständigkeiten, wir haben unklare Zuständigkeiten, unklare Verantwortlichkeiten, intransparente Transferzahlungen kreuz und quer. Deshalb wird unglaublich viel Steuergeld verschwendet. Die Länder haben keinen Anreiz, mit ihren Geldern sorgsam, sparsam umzugehen, weil sie es ja nur ausgeben, nicht einnehmen müssen. In Österreich bekommen die Länder nur 0,05% der eigenen Einnahmen aus eigenen Steuern. In der Schweiz ist das über 50%. Und dieses Vorbild Schweiz, Herr Finanzminister, haben Sie sich ja eigentlich auch vorgenommen, denn wäre es nach Ihnen gegangen, hätte es ja die Steuerautonomie jetzt im Rahmen des neuen Finanzausgleiches geben sollen. Das heißt, dass die Länder selbst ihre Steuern einheben und gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern verantworten müssen. Nun, wie wir alle wissen, gekommen ist es anders. Das Ganze ist in eine Arbeitsgruppe gewandert, die sich jetzt damit beschäftigen soll, die Vor- und Nachteile einer Steuerautonomie zu bewerten, als ob wir das nicht alles schon längst wüssten. Es reicht ja auch nur ein Blick in die Schweiz hinüber. Wir in Österreich machen eine Arbeitsgruppe. Das ist letztlich natürlich ein Begräbnis für die Steuerautonomie. Herr Bundesminister, Sie haben es Einstieg in den Umstieg genannt, dieses Begräbnis. Das zeigt zumindest, dass Sie Humor haben. Ich muss gestehen, dass man bei Ihrer Budgetpolitik wirklich oft das Lachen vergeht. Sie haben allerdings wirklich eine Jahrhundertchance verpasst. Ich weiß, Sie hören es nicht gern. Diese Chance war, dass Sie als Finanzminister einen Hebel in der Hand gehabt haben, den kein Finanzminister vor Ihnen gehabt hat. Dieses Desaster rund um die Hypoalpe Adria, das bevorstehende Insolvenzszenario von Kärnten, die Co-Haftungen aller anderen Bundesländer über ihre jeweiligen Landeshypos für die Hypoalpe Adria in Milliardenhöhe, das hat Ihnen einen Hebel gegeben, mit dem Sie den Finanzausgleich wirklich anders gestalten hätten können. Diese Chance ist verpasst worden. Leider, die verkrusteten Strukturen werden weiter bestehen bleiben. Es liegt wohl am Wähler, diese Strukturen aufbrechen zu können. Sie schaffen es von selber alleine nicht. Danke. In Österreich gäbe es viele vermischte oder unklare Zuständigkeiten, sagt Rainer Hable, Budgetsprecher der NEOS. Dadurch werde viel Steuergeld verschwendet.